Wir waren zahlenmäßig unterlegen mit nur 9 Feldspielern und haben uns wirklich 2 Drittel sehr gut verkauft. Sind dann beim Stand von 5-3 leider von einer Schiedsrichterentscheidung getroffen worden, die uns wirklich benachteiligt hat. Dadurch resultierte dann ein 6-5 für Köln. Und das hat sich dann im letzten Drittel so wieder gespiegelt, dass wir einfach noch sehr viele Strafen gekriegt haben. Und teilweise zu Unrecht, teilweise dann vielleicht auch zu Recht, auf jeden Fall meiner Meinung nach ungerecht verteilt. Und so wurde das Spiel meiner Meinung nach auch durch die Schiedsrichterentscheidung entschieden. Muss man mit leben. Als nächstes steht der Europapokal an. Da hoffen wir natürlich, dass wir mit ein paar Mann mehr wieder dahin fahren können, auch wenn es jetzt schwierig aussieht, weil wieder 2 Leute raus sind durch den Christian Nieberle und den Pierre Klein. Aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Ja, heute Pokal-Halbfinale zu Hause in Essen. Essen Rockets gegen die HC Köln Rhinos. Leider haben wir das Spiel mit 8-14 verloren. Mein Team hat eine gute Leistung gebracht. Wir haben eine dezimierte Mannschaft heute gehabt. Uns fehlten relativ viele Spieler. Wir hatten einige Ausfälle. Deshalb muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen. Sie haben über 60 Minuten gefightet, alles gegeben. Und wir haben natürlich in einigen Situationen halt auch das Pech gehabt. Zum Beispiel im Mitteldrittel. Wir führen 5-3. Und dann kriegen wir 3-4 Strafzeiten, Doppelstrafzeiten gegen uns. Die haben uns dann natürlich aus dem Rhythmus gebracht. Zum Teil auch, ganz ehrlich, unberechtigte Strafen. Habe ich relativ wenig Verständnis für, aber gut, es ist nun mal so. Wir sind jetzt ausgeschieden im Halbfinale. Dadurch geht die Welt für uns natürlich nicht unter. Schade ist halt, kurz vor Schluss ist es halt noch ein bisschen eskaliert. Mit dem Pierre Klein und mit dem Christian Nieberle haben noch 2 Spieler eine rote Karte bekommen, die uns natürlich jetzt in den nächsten Spielen fehlen werden. Aber nichtsdestotrotz, in der Saison wollen wir halt jetzt in 2 Spielen noch unseren Playoffs-Platz sichern und dann werden die Karten neu gemischt und dann schauen wir wieder nach vorne.